Hallo und herzlich willkommen zur 153. Folge unseres Jagged Alliance 2 Let's Plays mit dem 1.13 Mod. Ich bin der Palzi. Wir sind dabei, in San Mona das Bordell zu besuchen. Aber nicht, na gut, ich wollte gerade sagen, aber nicht, um dem nachzugehen, was da normalerweise üblich ist. Aber das ist ja eigentlich auch gelogen, denn Madoc hat ja schon gezahlt, seine 100 Dollar. Und daher runter in den Sektor. Wir waren dabei, mit Palzi hier so diverse Räume mal auszukundschaften noch. Na, kriege ich da die Tür jetzt Verdammter gleich Mist. auf? Und da ist Madoc. Stellt sich jetzt hier hin und blockiert die Tür hier. Hier. Denn der muss ja nicht unbedingt sehen, dass Palti hier, Verdammter der nicht Mist. gezahlt hat. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Ebenfalls im Etablissement zugegen Verdammter ist. Mist. Und langsam wäre es an der Zeit, mal. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Super. So. Da gibt es dann auch noch was. Nichts. So, und dann waren wir eigentlich in allen Räumen drin, bis auf diesen. Da können wir aber am Ende auch Mad Dog noch reinschicken, denn ich möchte jetzt. Verdammter Hier Mist. rein. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Mad Dog Verdammter hat die Mist. 100 Dollar für einen Besuch bei Carla Verdammter bezahlt, Mist. der erfahrenen, wenn auch Verdammter etwas Mist. älteren Verdammter Prostituierten. Mist. Verdammter Mist. Und darf halt drin sein. Verdammter Und Mist. falls sie durch die Hintertür gekommen ist, da Verdammter eigentlich Mist. überhaupt nichts verloren hat. Verdammter Wir haben zwar auch Mist. einen Schlüssel, aber ich will an sich seine Technik durchaus Verdammter trainieren. Mist. Zwei Punkte hat er hier jetzt schon gemacht Verdammter Mist. im Bordell. Super. Und da hat es doch auch geklappt jetzt. So, da ist Maria. Aber erstmal, ups, nein. Erstmal gucken wir da noch Nichts. rein. Ich tue, was Sie wollen, nur schlagen Sie mich nicht. Angel hat sie geschickt. Wir müssen uns vorsehen. Wenn Madame Layla herausbekommt, warum sie wirklich hier sind, dann werden die Männer von Mr. Klaus bald hier sein. Ihm gehört der Laden und ein Leben bedeutet ihm nichts. Die Stadt ist voller Soldaten auf Urlaub. Die Herrin schickt sie hierher in Ferien. Mr. Klaus und Daytrunner haben eine Abmachung. Er hält in der Stadt ihre Armee bei Laune und sie lässt ihn in Ruhe. Dafür bringt er manchmal die Soldaten um, die nicht zurückkommen sollen. Wenn wir hier lebend herauskommen wollen, dürfen wir niemandem vertrauen. Soll ich Ihnen folgen? Man trifft so allerhand Leute und bei manchen lohnt es sich sogar. Ja, Maria eskortieren. So, Sie? Maria. Du solltest eigentlich nur in die Hocke gehen und leise sein, Mädchen. Sie? Hier. So, ab nach da. Ach, Maria darf nicht schleichen. Na gut. So, die sind jetzt auf jeden Fall schon da. Die Das heißt, Passe. wir können Okay. Hamus auch dahin I'm bringen. ready. Elio. Right away. Sie? Here. Aira und so lasse ich da noch. Dann hat Madoc ja hier noch Anspruch, eine Leistung für seine 100 Dollar zu bekommen. Oh, Madoc, was machst du da? Nett gemacht. Ja. Nett gemacht. Was mir jetzt gerade auffällt, ich muss den anderen Trupp schon mal
wegschicken. Und zwar all das, was ich gemacht habe in der letzten Folge, ist natürlich jetzt für die Katz. Denn ihr geht in Trupp 1. Ihr sollt keine Erfahrung bekommen. Hatten wir ja so festgelegt. Das heißt, die bewegen wir darüber jetzt. Während wir mit dem Trupp... Okay. ...darüber gehen... Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. So, See? Maria, du bitte auch. Sie? 10 Uhr. Biff und Flo kontrollieren. Die üben da weiter vor sich hin. Ist mir gerade aufgefallen, weil Flo einen Punkt Führung bekommen hat. Die ist inzwischen bei 48. Das ist sehr, sehr solide. Müssen halt auch gucken, was diese 20 davor haben. Unter Umständen müssen wir mit dem Hubschrauber mal rüber nach Drassen, damit Biff und Flo da ein bisschen Milizen nachtrainieren wieder. Aber jetzt hier weiter im Sektor. Alles klar. Rüber zu Angel. Aber kann es sein, dass wir einen ganz schönen Zeitsprung gemacht haben? So viel haben wir doch hier überhaupt nicht getan. Hier. Verstanden. Die Tür öffnen. Und dann Maria. Maria, ist es wahr? Gott segne dich. Ein Wunder ist dir geschehen. Es ist so schön, dich zu sehen, Maria. Es tut mir leid, dass das alles passiert ist. Wir fangen an einem sicheren Ort noch einmal von vorn an. Bist du ihnen unbemerkt entkommen? Werden sie uns suchen? Ich kann kaum glauben, dass ich wieder bei dir bin, Angel. Mach dir keine Sorgen. Die Leute, die nach mir suchen sollten, waren sehr schlau und diskret. Es ist so gut, wieder bei dir zu sein, Angel. Sie haben getan, worum ich sie gebeten habe. Ich bin ihnen ewig dankbar. Ich brauche den Biker-Shop nicht mehr. Machen Sie damit, was Sie wollen. Hier ist die Besitzurkunde. Die verstärkte Weste gehört Ihnen ebenfalls. Was ein Zufall, dass wir die nicht gekauft Maria haben. Maria hatte mir erzählt, wo Mr. Klaus sein Geld versteckt. Ich hätte diese Information niemals ausgenutzt, aber Sie können King Ping vielleicht bestellen und ungeschoren davon kommen. Das Geld ist tief in der verlassenen Mine von San Mona versteckt. Es muss ein wahres Vermögen sein. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Mine bewacht wird, weil nur wenige davon wissen. Wir müssen uns beeilen. Madame Layla und King Ping suchen bestimmt schon nach Maria. Ich habe zu tun. Warum verlässt er den Sektor nicht? Alles klar. Gut, aber wir müssten die Quest ja jetzt abgeschlossen haben. Genau, Maria gerettet. Haben wir... Wir haben die Besitzurkunde. Oh, der Schlüssel gehört in den anderen Sektor hier. Das können wir auf jeden Fall gleich in den Truck packen. Besitzurkunde, Schlüssel. Okay, das heißt, wir machen wieder Bäumchen, wechsel dich jetzt. Jawohl. Wir werden hier jetzt auch noch eine Quest abschließen. Alles klar. Ias hat einen ganz schönen Schub bekommen auf seinen Level und das müsste... Er müsste dann gleich Level 3 werden. Ach, jetzt habe ich aus Versehen Escape geklickt. So.
warten dann ab, bis die Trupps da sind. Jetzt hier. Was tun? Das gefällt mir nicht ganz. Und das 15 Leute. Das ist die Patrouille, die die Straße hier patrouilliert. Die ist also im Moment da, wird danach wieder nach Norden gehen. Die will ich nicht hier in dem Sektor D7 bekämpfen, wenn das möglich ist. Aber ich würde diese Straße auch gerne säubern noch. So, dann aber jetzt hier... mit Kyle reden. Wir müssen mit Palzi den Schlüssel hier... würde ich gerne irgendwo deponieren. Ja. Mad Dog, geh mal nach da. Wird gemacht. Und ja. Palzi läuft runter zum Tattoo-Shop. Ich lasse halt die Schlüssel, die in einen Sektor gehören, gerne auch in dem Sektor. Dazu, wo ist Mad Dog? Da ist er. Hier haben wir vergessen, das wieder aufzufüllen. Nicht, dass er wieder irgendwas klaut. Da ist die Dragunov also hin. Können wir da eigentlich? Nee, da können wir... Oh, das ist aber ziemlich mies. Was wir aber machen könnten, wäre... seine Waffe da reinpacken. Und dann einfach, das ist natürlich nicht gut, sobald wir raus sind aus dem Sektor, müssen wir dann... Es liegen ja zumindest keine Granaten hier. Das heißt, hier kann er nicht stacken. Böser Mad Dog. So, und dann... die beiden Schlüssel sollten ja jetzt eigentlich da liegen, ne? Genau, können wir wieder runter. Und Palzi kann mit Kyle sprechen. So, da muss er sich natürlich auch in die entsprechende Richtung drehen. Tut mir leid, aber du musst später noch einmal vorbeischauen. Und dann kann er ihm die Besitzurkunde geben. Oh, oh, das kann doch nicht wahr sein. Angels Lederladen soll mir gehören. Ich bezahle dir jeden Preis der Welt. Ich gebe dir alles, was ich besitze. Dimitri und Iris haben eine Erfahrungsstufe. Hier, bitte, $10,000. Oh, ich kann es nicht glauben. Ich werde dich niemals vergessen, du Süßer, du. So, sehr schön. Dann haben wir das ja auch erledigt. Die roten Einträge sind jetzt weg. Gucken aber jetzt hier durchaus nochmal. Super. Was ist das? Da ist eine Arzttasche. Weißt du was? Nimm die gleich. Hier ist es. Wir haben ja nichts zu verschenken hier. Super. Noch ein Technikpunkt. Er hat jetzt ganz gut Technik gemacht hier. Wo ist er? 66. Ich weiß gar nicht, wo er angefangen hat. Können wir gleich nochmal gucken. Nichts.
Nichts. So. Achso, wollten wir mal wegen Technik gucken. 21 Punkte inzwischen gemacht auf Technik. Kommt langsam zusammen. So, dann jetzt die Überlegung, wie soll es weitergehen. Erstmal speichern. Also, ich würde gerne die Straße da machen. Und dementsprechend sollten wir auch möglichst flott los, denn dieser Trupp wird schon wieder auf dem Weg dahin sein. Und wie gesagt, ich möchte nicht hier kämpfen. Zum Kämpfen allein ist schon schlecht. Angreifen noch viel schlechter. Ich möchte eigentlich zusehen, dass ich... Aber andererseits, wenn wir uns hierhin bewegen, bis der Trupp komplett ist, sind die schon hier. Wir könnten hier einen Hinterhalt aufbauen und warten, bis sie da wieder verschwunden sind. Der Sektor ist auf jeden Fall günstiger als der, denn ich weiß, nee, Vorschau sieht man nicht. Waldstraße, da steht hier unten in der linken Ecke ein Gebäude und ansonsten ist das ganz schön bewaldet, das heißt Schussfeld ist sehr, sehr schlecht. Während wir hier Farmland haben, wird halt hier angezeigt und hier Farmstraße, das sind Sektoren, die zum Bekämpfen deutlich günstiger sind. Wir könnten auch den 15er Trupp hier angehen und den gleichen Weg zurückgehen und diese Straße irgendwann anders machen, aber, Palti? Ja, wir klären damit halt keine neuen Sektoren auf, ne? Das ist das Aber dabei. Verlieren halt gegebenenfalls ein bisschen Zeit, haben gut Kontostand. Wie sieht es denn eigentlich aus bei AIM? Mit der nächsten Söldnerin. Ne, die ist immer noch im Dienst. Hi, hier spricht Charlie. Wir haben aber eine Nachricht schon hinterlassen. Sie mir eine Nachricht oder piepen Sie mich über meinen Pager an. Okay, das ist... Da werden wir also informiert, wenn die wieder da ist. So, also die Kalkulation ist jetzt, ich überlege, ob ich Trupp 1 und Trupp 2 jetzt in der Stunde was trainieren lasse, denn es ist 10.11 Uhr. Wenn sie was trainieren, dann jetzt. Wie ist der Müdigkeitsstand hier? Oh, mir fällt gerade was auf. Palzi, du hast das Geld nicht eingezahlt, ne? Wir haben ja noch mehr Geld aktuell sogar. Ja, es sind ziemlich viele Leute müde. Der 15er Trupp könnte reinkommen. Da würde ich dann nachladen. Ja, das ist dann aber unfair, Palzi. Entweder bewegst du den Trupp rüber, außer Hamus sind sie eh alle am Schlafen. Das heißt, den Trupp können wir auch rüber bewegen. Okay. Und hier... Wolfi kann reparieren. Und der Rest... Ja, eigentlich ist es egal, was sie trainieren. Es muss halt nur einer in Trupp 1 bleiben, damit Joey nicht alleine ist. Elio schläft eh. Die schlafen eh alle, Palzi, bis auf... Irgendeiner aus der Truppe, der geht jetzt aber rüber, kann nicht mehr trainieren. Der kann also dann in den Trupp rein. Das heißt, ich setze hier jetzt schon mal... Krafttraining einfach an, denn um 11 Uhr geht es dann sowieso los. Lassen die Zeit laufen. Ich bin angekommen. Jetzt sind die da.
los, geht in... Nee, nicht Training. In Trupp 1 mit rein. Dann ist der gute Joey nicht ganz alleine und den Rest setzen wir auch einfach auf Krafttraining, denn die brauchen das nicht. Und dann können sie die Stunde vergammeln. Und jetzt, wie gesagt, wenn die reinkommen, dann würde ich nachladen, damit ich die Söldner noch entsprechend arrangieren kann. Ansonsten tangieren die mich halt da überhaupt nicht. Kontostand 58.000, sieht gut aus. Wir sind an Tag 22. Die wollen an den Flughafen, kann das sein? Da müssen wir mal die Milizen umpositionieren gerade. Dass die 5, obwohl 20 reguläre sollten das auch geregelt bekommen. Aber mit 5 Eliten zusätzlich dürften die Verluste geringer sein. So, dann haben wir das. Und hier können wir jetzt loseiern. Sortieren nach Ort. Wer ist da müde? Amus, Mad Dog. Amus, Mad Dog, Wolfi. Die gehen schon mal automatisch in Trupp 2. Ah, man kann Joey alleine lassen. So, Trupp 1 ist der Fußtrupp, das heißt, da hätte ich auf jeden Fall gerne Igor drin, damit die sich schneller bewegen. Ich hätte in dem Truck, da wir hier ja eine Farm haben, unter Umständen Schlösseröffner brauchen. Mad Dog ist mit drin. Werde Palzi da auch gerne im Truck noch. Den möchte ich da weiter pushen. Im Truck haben wir noch keinen Scout. Und keinen Arzt. Dann nehmen wir Ira da mit rein. Und dann passt da noch einer. In Trupp 1 fehlt ein Truppführer, also... Hitman da auf jeden Fall. Fox, damit wir da einen Arzt haben. Ears hätte ich gerne mit dem Truck. Dass der bei Palzi bleibt. Da müssen wir Elio in Trupp 1 setzen, dass die auch einen Scout haben. Der Truck ist voll damit, das heißt der Rest kann eh in Trupp 1. So und jetzt, achso, Eis. Achso, Eis ist ja hier. Eis. Biff und Flo sind die einzigen, die keinem Trupp zugeordnet sind. So, dann euch in den Truck setzen. Schlafen, wer möchte, und abmarschieren. Und hier marschieren wir auch los. Ja. Zurück nach Cambria jetzt, den Joey zurückbringen. Ich bin angekommen. Was soll da ich tun? Gibt's eine Nachricht, wahrscheinlich über die Solderhöhung von Ears, genau. Hiermit geben wir zur Kenntnis, dass aufgrund von Ears guten Leistungen in der Vergangenheit sein Sold erhöht wurde. Ich persönlich bin darüber nicht überrascht. Ja, was kostet er jetzt? 550, ist immer noch ziemlich gut. So, die sind jetzt hier. So, und jetzt haben wir die Situation, die sind schon da. Das heißt, wenn wir dann, wir müssen ja eher auf den zweiten Trupp warten. Wenn wir dann da rein marschieren, dann ist schon Feierabend. Da
Dann müssen wir in dem Sektor kämpfen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Das heißt, wir werden uns in dem Sektor hier jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen aufhalten. Dazu euch in Trupp 2. Wolfi, du darfst mal. Und dann können wir uns das Farmland hier schon angucken und dann auch gegebenenfalls Verteidigungsposition schon mal ansehen. Die werden ja von Westen aus, wenn kommen. So, und das heißt vielleicht eine Zweiteilung. Hier ein paar Leute, die das abdecken, was nördlich des Zauns ist. Die Weidezäune der Unverwundbarkeit und der Rest praktisch hier südlich des Zaunes. Oder hier vielleicht, das müssen wir uns anschauen. Aber für den Moment bringen wir den Trupp jetzt erstmal. Ah, hier ist ein bisschen Gras, dass die sich da erstmal verteilen, während Palzi. Nein, auch nicht schießen. Ihr sollt alle da bleiben. Ich will nur Palzi haben. Hier. Dass der das. Die Farm da nochmal ein bisschen. Du darfst ruhig stehen dabei, musst nicht in der Hocke gehen. Nichts. Nichts. Das da ist schon geplündert. Nichts. Keine interessanten Informationen. Nee, das haben wir jetzt zugemacht. Nichts. Da war also nichts. Dann gucken wir noch ins Bad. Hallo, was machst du hier? Scheißen. Palzi! Nichts. Gut, und dann kannst du auch zurück zu den anderen. Verstanden. Das große Nichts auf dieser Farm. Alles klar. So. Ist eh angebrochen die Zeit dieser Stunde. Von daher lohnt es nicht, Aufgaben zuzuweisen. Die sind alle müde. Ich glaube, da habe ich bei Eis nicht wirklich aufgepasst. Doch, der ist auch alles, da ist alles okay. Die sind noch auf dem Weg. Wer von muss von denen jetzt schlafen? Niemand. Aber man könnte auch sagen, man nimmt den Trupp, den man jetzt hat, in Truck und versucht halt möglichst schnell in den Sektor hier reinzukommen. 6 gegen 8 Kampf traue ich mir ja durchaus zu. Aber es sind halt nicht die Besten. Ne? Es ist Mad Dog dabei, es ist Irs dabei, es ist Samus dabei, wo wir bei Besten sind. Mit der Treffsicherheit ist Palzi auch vorne nicht dabei. Auch Aira mit 71 ist da keine Leuchte. Der einzig wirklich Gute mit Treffsicherheit ist halt Wolf. Ne? Wir haben keinen Scharfschützen in dem Team. Nee. Da warten wir mal, bis die anderen da sind und dann können wir eine Zuteilung machen. Bin da, Ace. Es ist 12.07 Uhr. So, dann schauen wir jetzt mal. Wir haben insgesamt 4 müde Leute. So, das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen, aber nicht mehr diese Folge, denn die Folge, also wir müssen eine Entscheidung treffen hinsichtlich, ob wir versuchen wollen, mit dem Truck noch schnell in den Sektor reinzukommen. Mit einem guten 6-Mann-Team sollte das kein Problem sein.
Während die anderen halt hinterher herdöllmann, ne? Palzi ist müde, kann hinterher. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Hitman als Gruppenführer dann. Aber die Zuteilung machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.